Dat is omstritten, ob die Masken überhaupt für eine Verdrohung vom Virus schützen. Ich verweise hier auf ein rezent international Meta-Etüt, zu dem auch ein Kästchen parlamentär gestaltet tun. Da sind Sie mal gespannt, ob das anfängt. Auch das ist unbestreitbar, dass es doch bei den Covid-Impfungen zu einzelnen Fällen von Deals ganz schwere Nebenwirkungen gekommen ist. Wir fördern hier für voll Transparenz, auch für Doktoren remunerierte Prozeduren für die Impfschäden zu melden, weg der Ohren Nachrichten von einem Empfang für die Indemnisierung von den Betroffenen. Wir wünschen eine sehr unkomplizierte Anerkennung von den Impfschäden und eine sehr auch eine angemessene Entschädigung für eventuelle Opfer. Herr Präsident, für die Regierung lässt es sehr, dass wir quasi alle Covid-Restriktionen fallen zu lassen. Das soll sie auch offiziell dann von der Pandemie erklären. In anderen Ländern, wie an den USA und Frankreich, die sich schon auf die Weg gegangen, für offiziell dann von der Covid-Pandemie zu deklarieren, für die Länder gefehl zu gehen, da er meint, gilt an der Normalität angekommen sind, soll doch Lützebüch das machen. In dem Sinne, du, gebe ich dann eine Motion deponieren. Merci, Herr Engelen. Herr Präsident, die Gestion von der Covid-Pandemie hat menschlich wie auch ökonomische Schäden los. Ich will hier just ein paar pertinente Beispiele aufheben. Als Grundrechte wurden verletzt, Grenzen wurden zugemacht, Leute konnten sich nicht frei bewegen. Einzelne haben ihren Beruf an ihre Existenz verloren. Einzelne, die krank oder am Lebensende angekommen sind, haben müssen lang oder isoliert sterben. Ohne ihre Familie kann es nicht zu suchen. Es hat sich herausgestellt, auch dass unser Gesundheitssystem nicht so auf so viel vorbereitet ist. Manning hat zwei Klassengesellschaften geschaffen, wo die einen mehr Rechte hatten wie die anderen. Die Impfung ging nie, war ein bisschen mehr skeptisch waren, dürfen zum Teil diffamiert und diskriminiert. Kurz gesagt, wir müssen die Zeit objektiv abschaffen, wie eine Decision waren gerechtfertigt und wie eine nicht. Was waren die menschlichen Konsequenzen und dann noch ökonomisch und noch finanziell von all diesen Decisionen? Das und vieles mehr muss objektiv geklärt gehen. Dafür will ich eine Resolution abbringen, wo wir wirklich eine unabhängige Untersuchungskommission fordern. Diese Kommission soll dann also Meinung nach eine Autorität von der Chambre schaffen. Wann spricht der Präsident? An dieser Untersuchungskommission sollen all die für die Covid-Situation repräsentativ Akteuren zu Wort kommen. Es sollen dort nationale und ausländische Experten vertreten sein, wie Vertreter von verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Auch sollen Vertreter aus der Ökonomie und aus der Zivilgesellschaft vertreten sein, inklusive den Elekten, die der Impfung mit kritisch gegenüberstehen. Nehmen wir so, kann man ein Objektiv und komplett Evaluation garantieren. Das Objektivanalyse wäre ganz sicher ein guter Stab für ein später Pandemiegesetz, das wir auch schon Milan gefördert haben. Dafür gebe ich auch in dem Sinn eine Motion handeln. Merci. Es war auch abreicht an dieser Zeit für den Vorbereitungsarbeiten zum Impfpflicht zu stoppen. Ich meine, das bräuchte man auch nicht mehr. Dafür haben wir das auch an dieser Motion, die ich gerade deponiert habe, gefroren.